Moin, liebe Märchenfreunde, und herzlich willkommen zurück hier bei Gamings Märchen. Mein Name ist immer noch Kenny und ich begrüße euch zur nächsten Episode von Graveyard Keeper. Wir wollen uns heute hier mal so ein bisschen um das Flüchtlingslager kümmern, denn wir haben jetzt die Möglichkeit, ein neues Wohnzelt aufzubauen. Und das wollen wir doch auch direkt mal nutzen, dass wir das dann mal hier so hinsetzen können. So, da könnte es hin. Machen wir das? Oder können wir auch hier... Ich glaube, ich packe es erstmal hier so ein bisschen drunter. So, sieht irgendwie ein bisschen netter aus. So, zack, platzieren. So, und wenn das denn da ist, oder wenn das dann voll ist, dann müssten wir noch ein Bett, na, Beet, nee, Beet wollen wir nicht bauen. Beet müsste doch mit Doppel-E geschrieben werden, oder? Und einem T. Das ist falsch übersetzt. Da steht Bett. Okay. Ja, könnten wir noch ein Beet bauen? Tatsächlich, das könnten wir auch schon machen. Aber damit die Beete funktionieren, glaube ich, müssen wir doch da auch Saat reinbringen in den Boden, ne? Genau. Könnten ja natürlich ein bisschen Saat kaufen gehen. Könnten die Beetenqualität sogar noch verbessern. Das können wir eigentlich auch mal machen, oder? Dass wir die Beetenqualität noch verbessern? Warum eigentlich nicht? Spricht ja eigentlich erstmal nichts gegen, dass man das mal macht. Ja, die haben hier natürlich nur noch Stoffe. Na komm, ich lasse mal ein paar Beeren hier. Wenn ich schon mal hier auf der Ecke bin. Hm. Ja, das könnten wir eigentlich mal machen. Also, aber bevor wir das tun, so eine kleine Shopping-Tour machen beim Bauern und beim Müller, können wir einmal hier noch fix alles abernten, was denn hier so rumfliegt. Was wir so gebrauchen können. Sprich Honig und Beeren. Ich bloß wieder die Frage, ob wir es zeitlich dann noch packen, bevor die Sonne dann vollends untergegangen ist, beim Bauern aufzuschlagen und dort dann halt auch dementsprechend noch ein bisschen Saat zu kaufen. Mal sehen, ob wir das schaffen. Ah naja, wir werden schauen, ob wir es hinkriegen. So, das war der letzte, da ist noch ein Busch, den wir hier noch abernten können. So, zack. Und dann jetzt mit dem flinken Fuß... mal losgelaufen. Mal schauen, ob wir das packen. Zeitlich. Oder ob die sich denn schon alle rein verkrümeln. Hier könnten wir schon die nächsten Beeren wieder ernten, aber das machen wir nachher. Die müssen jetzt kurz warten. Ja, keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Hochwichtige Aufträge haben wir zu erfüllen. Und dann wollen wir mal zum Bauern. So. Und er steht sogar noch da. Perfekt. Dann handeln. Handeln. So, wir könnten jetzt hier einfach mal einen Schwung Saat kaufen. Kürbis. Den haben wir auch noch nicht mal erforscht. Man könnte ja auch einfach mal so einen Kürbis mitnehmen. Den man erforschen kann. So einen Kürbiskern kann man auch mal erforschen. Zwiebel haben wir auch noch nicht erforscht. Linsensamen. So, ich nehme jetzt erstmal was Einfaches mit. Weizensamen, Karottensamen. Ich habe die ganzen Samen noch gar nicht erforscht, sehe ich gerade. Die könnten wir auch gleich noch bei uns dann mitnehmen eigentlich. Es wäre vielleicht sowieso cleverer, da nochmal reinzugucken, was da noch in der Truhe liegt. Ja, ich glaube, das machen wir jetzt auch. Nee, nicht Angebot abbrechen, ich möchte das gerne durchführen, so. Und dann, glaube ich, gehen wir jetzt noch einmal das Ganze erforschen und prüfen auch gleich nochmal, ob wir hier irgendwo noch Düngemittel zu liegen haben, damit wir das Ganze dementsprechend noch pimpen können. Liegt schon mal nix. Okay, hier haben wir keinen Dünger mehr. Dann vielleicht in unserem Garten mal schauen, ob da noch was ist. Jaum. Beikommen. So. Neue Holzkisten könnten wir eigentlich auch schon wieder für den Verkauf herstellen. Aber hey, Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut, ne? So. Also hier haben wir doch auch noch einiges an Samen tatsächlich. Ich muss auch mal einen mit, was wir dann mal so erforschen wollen. Rottensamen, Weizensamen, alles noch nicht erforscht. Das ist ja der Hammer. Was nicht passiert ist. Rübensamen auch noch nicht. Meine Güte. Hopfensamen. So, genau, Maden haben wir schon, Trauben haben wir, Möhrchen, das haben wir alles. Okay.
Okay, okay. Habe ich hier noch Dünger drin? Sind nur Möhren drin? Da ist Dünger drin. Hier ist 6 Stück drin. Spitzendünger. Da brauchen wir nochmal 6. Okay. Aber das sollten wir auch hinkriegen eigentlich. Haben wir ja auch schon mal zusammengebaut. Zusammengebraut. schauen wir doch mal, was uns denn hier das Ganze hergibt. Vorher hier noch einmal wieder ein bisschen Schnaps brennen. Das ist auch wichtig, dass das hier weiterläuft. So. Erforschen wir erstmal die Samen. Der Hoffnung. Und Kürbis. 3 Stück. Meine Fresse. Oh, das gibt auch einen Haufen grüne Punkte. Nicht schlecht, nicht schlecht. Kürbiskern. Auch nochmal 3 Wissenschaftspunkte. Meine Güte. Und eine bronzene Geschichte. Es trifft sich aber gut, dass wir jetzt eine bronzene Geschichte haben. Denn die müssen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen herstellen, damit wir ein paar Wissenschaftspunkte haben. Damit wir dann auch wieder weiterforschen können überhaupt. Sonst kommen wir hier natürlich auch nicht vorwärts. Stellen wir uns doch gleich mal 3 Stück wieder her. So, perfekt. Daraus machen wir uns dann ein Kapitel. Abfahrt. So, das Kapitel soll uns dann reichen, das dann hier zu zerlegen am Tisch. Jo, für 15 Punkte. Hopfensamen, 4. Oh, also grüne Punkte gibt das schon ganz gut. Zielsamen. Alles noch nicht erforscht hier. Das ist ja echt. Das ist ja katastrophal. Aber gut. Gibt Schlimmeres. So. Gucken, ob das noch für alle reicht. Sollte eigentlich noch. Ja, das reicht noch. Von den Wissenschaftspunkten her. Das ist doch gut. So. Und also. Ah! Oh. Dafür reicht es nicht mehr. Für die Hanfsamen. Hi. Ah, macht man jetzt nochmal Wissenschaftspunkte? Ich meine, wir brauchen ja eh wieder welche, ne? Brauchen sie ja eh wieder. Ich würde gerne noch. Ja, das Bienenwachs auspacken. Genau. Ist bloß die Frage: Macht man denn vielleicht gleich Silber? Macht man denn vielleicht gleich silberne Kapitel? Hört man eigentlich, ne? Oh, wir haben schon wieder kein Papier mehr. Wir kommen wieder vom Regen in die Traufe. Ah, es wird nicht besser. Papier, Papier, leeres Papier. Machen wir doch mal ein wenig leeres Papier. Machen wir mal 8. So eine schöne krumme Zahl. Also eigentlich ist sie nicht krumm, aber mir ist gerade nichts Besseres eingefallen. So. Papier zusammenwühlen. So. Perfekt. Magnifik. So. Dann wollen wir das Papier hier lagern. Aber jetzt wollen wir erstellen. Silberne Kapitel. Oder silberne Geschichten. Zack. Und eine noch bitte. So, jetzt machen wir daraus ein silbernes Kapitel. Zu 90% wird es klappen. Fingers crossed. Oh, das ist ein Bronzekapitel geworden. Oh Mann, ey. Wenn Scheiße, dann Scheiße mit Schwung, heißt es doch so schön, ne? Schrott. Sowas nervt mich ja schon wieder, ne? Oh Mann, ey. Naja, was willst du machen? Woran hat es gelegen, ne? So, Wachstumsbeschleuniger, Lebenslösung. Uha, Lebenslösung. Oh, für Wachstumsbeschleuniger. Ja, die Made ist doch da genau das Richtige dafür. Ja, dann machen wir erstmal hier weiter. Denn jetzt nur das Kapitel. Echt, eine 10%ige Wahrscheinlichkeit. Und genau zugegriffen, ne? Echt, manchmal, wenn Scheiße, dann Scheiße mit Schwung. Junge, Junge, Junge. Naja, was willst du machen? So, die bronzene Geschichte wollte ich auspacken. Hier haben wir auch noch 8 Spitzendünger. Das wird dir sogar schon reichen. Dann nehmen wir uns doch den Spitzendünger. Den wir noch draußen haben. Und ja,
dann werden wir das Ganze auch direkt mal anstellen zum zum Beet bauen, wie auch immer. So, zack, zack. Hatten doch hier auch noch Spitzendünger. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, 6 Stück. Wir brauchten 12. Das heißt, wir wollen 4 haben. Ja, so sieht das gut aus. Sehr schön. Wir haben auch noch hier ein paar Bienen auf Tasche. Die können wir auch hier mit reinschmeißen. So. Perfekt, perfekt, ja. So, dann wollen wir auch nochmal die Beeren hier abpflücken. Und dann habe ich jetzt mal einen guten Tag. Und dann spenden wir die ganzen Beeren dann da oben für die zum Futtern. Ah, schon wieder die gelbe Blume. Perfekt. Die packen wir den da oben dann auch gleich mit rein. Und ich glaube, ich nehme einfach mal alles an Restsamen, was ich noch hier habe, auch nochmal mit. Fällt mir gerade so ein, bevor wir uns dahin teleportieren. Und dann sollen die doch einfach mal gucken, was sie daraus machen können. Also, ich sag mal, alles andere wird jetzt ja im Moment eh erstmal nicht angebaut. Es ist noch Zukunftsmusik, dass wir da nochmal richtig, richtig Gas geben wollen. Nee, doch, es war schon richtig. Die Karottensamen bleiben natürlich hier, den packe ich auch aus. Aber alles andere, Weizensamen mit, Hanfsamen mit, Rübensamen können erstmal mit, Kohlsamen können auch erstmal mit. So, genau, so machen wir es. Perfekt. Mit dem Ruhestein ins Flüchtlingslager. Zack, Abfahrt. So, und wie läuft das jetzt? Mal schauen. Ich packe den hier erstmal. Oh, Kürbis auch von mir aus. Oder obwohl, den Kürbis, ich weiß gar nicht. Brauchte Klotho nicht einen silbernen Kürbis? Ah, ich weiß es nicht mehr. Aber hier, ihr könnt die gelbe Blume noch haben. Schauen wir uns mal kurz das Beet an, wie es hier jetzt läuft. Genau, wir können Beetenrang verbessern. Jetzt ist es schon verbessert. Und jetzt haben wir natürlich nicht einmal genug, Saat von irgendwas mit, damit es reicht. Auch mal 24 Saat, okay. Okay. Naja gut, aber dann glaube ich, kaufe ich einfach nochmal einen Schwung Kürbiskerne. Dann sollen die hier einfach mal Kürbisse anbauen. Warum eigentlich nicht? Wir könnten dann ja fast noch ein Beet aus dem Boden stampfen. Könnten wir das schon? Ja. Da brauchen wir die Balken und den Torf dafür. Ja, okay. Okay, okay. Ist der Ruhestein ist schon wieder fertig. Ja, das ist er. Sehr gut. Mit dem Ruhestein nach Hause. Und dann möchte ich einmal prüfen. Klotho. Die wollte doch irgendwas haben. Klotho, Klotho. Wo ist sie denn? Ach ja. Nee, Blutblasen auf Augen. Silbernen Kürbis, siehste. Klotho wollte den haben. War ich gar nicht so verkehrt. Ach, wir können uns jetzt ja von hier auch erstmal die, die Balken mitnehmen. So viel waren das gar nicht, die wir brauchten. Ich nehme jetzt einfach mal 10 mit. Und Nägel, ne? Ah, komm, Schwung Nägel, zack. Und wir hatten ja auch gesagt, wir wollen Kürbiskerne anbauen, richtig? Ich glaube, dem war so. Oder die Kürbiskerne einpflanzen lassen, damit sie daraus Kürbisse machen. So müsste man es ja eher richtig sagen. So, Hopfensamen, Zwiebelsamen können raus, Kohlsamen können raus, Rübensamen, Weizensamen, Hanfsamen, Torf kann auch raus, wenn Platz wäre. Die Maden zumindest. Okay, packen wir den Torf hier hin. So. Genau, den silbernen Kürbis geben wir gleich ab. Eine Zwiebel lagern wir auch erstmal hier. Holen wir uns dann noch einmal schnell dann 23 Kürbissamen. Und dann lassen wir da zumindest mal Kürbisse in der silbernen Stufe anbauen. Können die von mir aus den ganzen Tag Kürbissuppe futtern. Kürbissuppe für alle. So, handeln. Machen wir es denn? Hier. Kürbiskerne. Ah, ein Schelm, der Böses dabei denkt. Verkauft nur 8. Ah, verflucht. Ah, verflucht. Ah, verflucht. Na gut, dann nehmen wir doch Kohlsamen. Kriegen sie Kohlsamen von mir aus. So. Kaufen jetzt einfach mal. Zack. 3 Silber. So, und jetzt auf zu Klotho. Kriegt ihr nämlich noch ihren Kürbis? Ist auch noch happy. Oh, mir fällt gerade auf, der Händler ist heute da. Brauchen wir vom Händler vielleicht noch was? Ei,
Da müssen wir jetzt lieber erst noch mal einmal schnell ins Dorf laufen. Wenn wir jetzt schon mal hier sind auf halbem Wege. Bevor der nachher wieder weg ist. Und dann stehst du wieder da, Hose runter, Holzgewehr. Wie verkehrt? Gabeltag? Nee, heute müsste doch der Händler da sein. Das ist keiner da. Ja, auch kein Geld da. Ist ja schon wieder los? Verflucht, habe ich den Händler verpasst. Ah, blöd. Blöd, blöd, blöd. Naja, gut. Dann kürzen wir mal so ab. Ein bisschen, dass wir da schneller zu Kloto kommen. Dreimal Lebenslösung, das ist auch fein. Schmeißen wir gleich hier raus. Zack. Und ja, machen wir gleich die nächste Made an hier. So. Ja, ja, ja. So. Da liegt ja auch noch einer auf dem Leichentisch. Was sehen meine geschundenen Augen? Laugeninjektion ist durch. Ich kann jetzt ja die Kleberinjektion rein. Anfertigen. Sehen meine geschundenen Schweinsäuglein. So. Dann mal weiter. Den Text ab zu Kloto. Zum Teleport zu Kloto wäre auch fein. Aber naja. Man kann nicht alles haben. Also sie steht wenigstens noch da. So. Gib ihr den Kürbis. Aufgabe beendet. Großartig. Suppe ist gut für mich. Wenn man keine Zähne mehr hat, lernt man Suppe lieben. Oh, jetzt haben wir Rezepte von ihr bekommen. Kohlsuppe, Kürbissuppe, Gemüsesuppe. Na, das ist doch was. Schau mal, hier sind Handeln. Oh, hat sie noch irgendwas Wichtiges, was wir gebrauchen könnten? Ja, prinzipiell hat sie eigentlich immer was Gutes und Wichtiges, was man gebrauchen kann, aber... Ich glaube, ich kaufe einfach mal ein Alchemistenrezept. Mal gucken. Für 5 Silber, was wir da bekommen. Erstellen, Silberelixier. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das schon gewusst habe. Naja, gut, sei es drum. Mit dem Ruhestein bitte ins Flüchtlingslager. Und hier wollen wir dann bauen ein weiteres Beet. Bauen. Oh, ich habe die Torf und nicht Nägel. Ah, habe ich 2 Sachen zusammengeschmissen. Das war natürlich auch wieder richtig clever. Ein Fall von Hasma mit. Naja, gut. Da wird jetzt Kohl angepflanzt. Ach ja, und wir haben das Zelt gar nicht aufgebaut. Das war ja auch sehr schlau, dass wir das getan haben. So, dann wollen wir doch hier auch gleich die Flüchtlingszufriedenheit steigern. Perfekt. Baue ein weiteres Zelt. Jetzt können wir auch wieder mit dem Marquis quatschen. Theoretisch. Aber das machen wir jetzt erstmal nicht. Denn wir wollen nach Hause. Und die Nägel will ich wieder rausschmeißen. Und wir sollen mithaben. Torf. Genau, Torf war's. Torf. Torf, Torf, Torf. Mal gucken. Torf hier. Haben wir welchen? So. Und dann weiterhin war noch Thema, fällt mir auch gerade ein. Jetzt ist ja wieder ja, Gründonnerstag, Käfertag, wie auch immer sich dieser Tag nun hier nennt. Da müsste jetzt ja auch Schlange wieder hier zugegen sein. Und dann wollen wir Schlange doch auch mal einen Besuch abstatten. Und da dann vielleicht mal die Quest von der Frau Anmut ein wenig vorantreiben. Ich weiß bloß nicht, ob Schlange jetzt schon da ist oder ob es noch zu früh ist für ihn. Wir werden sehen. Ah, er ist schon da. Okay, dann können wir ihn ja auch konfrontieren. Wegen dieser Halskette. Dann hast du mir gesagt, dass du mir illegal Dinge besorgen kannst. Das habe ich schon ausgegeben. Habe mir davon die Anweisung für den Schlüssel geholt. Also, wenn du nicht weißt, wie man Staub in Gold verwandelt. Dann finde ich einfach die Halskette für sie. Oder schaffst du das nicht? Ich bin Schlange. Ich kann alles und jeden in der Stadt finden. Und ich weiß auch, wo die Halskette sich befindet. Ich kann nur nicht. Das geht dich eigentlich gar nichts an. Ich muss mir sein Vertrauen gewinnen. Vielleicht erzählt er mir dann mehr. Ich muss immer noch an diese Halskette denken. Oh, das können wir sogar. Du hast doch eigentlich einen sehr guten Ruf in deiner Profession. Ich frage mich, was mit Frau Anmuts Halskette schiefgelaufen ist. Hey, das ist kompliziert. Ich bin der Beste in meinem Feld. Ich kann alles finden. Natürlich ist das nicht immer unbedingt ein ehrliches Handwerk, weswegen mich auch das arrogante Stadtvolk wie den letzten Abschaum behandelt. Aber wenn sie Probleme haben, dann kommen sie trotzdem angelaufen. Diese Halskette steht auch mein Ruf auf dem Spiel. Du hast mir gesagt, dass du weißt, wo sich die Halskette befindet. Also wo ist das Problem? Hey, es ist nicht in der Stadt. Es wurde im Auftrag des alten Kommandanten der Burgfeste erworben. Die Halskette hat sentimentalen Wert für ihn. Mehr habe ich bislang nicht herausfinden können.
Erzähl mir vom alten Kommandanten. Einst war ein großer Krieger. Er ist der Onkel des Königs. Aber natürlich ist es kein Problem, so formidabel zu werden, wenn du in einem Palast aufwächst. Wenn ich an seiner Stelle wäre, wäre ich schon längst König. Er würde aber einfach Beschützer des nördlichen Passes, als ob es da oben etwas zu beschützen gäbe. Ha! Was ist mit der Burgfeste? Die Feste befindet sich nördlich des Dorfes. Sie ist riesig, aber mittlerweile geht sie vor die Hunde. Der Pass ist eingestürzt, als ich noch ein Kind war. Das war am Tag nach dem großen Knall. Es war echt schlimm. Er wurde einfach Beschützer des nördlichen Passes, als ob es da oben etwas zu beschützen gäbe. Ha! Könnte versuchen, ihm zu helfen. Vielleicht kann ich dir helfen, ein altes Leben zurückzubekommen. Ich weiß zwar nicht wie, aber wir könnten hier mal brainstormen. Brainstormen? Ist das irgendein mächtiger Zauberspruch? Sowas könnte nützlich sein. Nein, wir denken einfach zusammen über das Problem nach und... Du könntest mir tatsächlich helfen. Du könntest versuchen, die Halskette mit Hilfe des Dieners, des Kommandanten, einem Buckligen namens Kukol zu bekommen. Warum fragst du nicht selbst? Wir haben vor einiger Zeit ein Missverständnis. Ich habe ihm eine Salbe verkauft, die vielleicht seinen Buckel heilen könnte. Und irgendwie hat er das mit dem vielleicht nicht gehört. Also kann man da nichts machen. Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass du es nicht schaffst. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt, oder? Gehen. Okay. Da können wir jetzt mit der Halskette... was das Restaurationswerkzeug angeht. Okay. Ich muss dich auch um etwas bitten. Klar, hier ist das Restaurationswerkzeug, das du gesucht hast. Warte, du hattest es schon? Ja, hatte es die ganze Zeit über. Nichts für ungut, ist rein geschäftlich. Okay. Na gut, wir sind jetzt immerhin schon mal ein bisschen weitergekommen. Aber ich glaube, in der Story jetzt, was wir für ihn erledigen können, war jetzt erstmal nichts, oder? Bekommen wir das Necronomicon von ihm nur? Okay. Und wir könnten uns die Feste da angucken. Ja, das machen wir gleich. Erstmal als Flüchtlingslager und da noch ein Beet bauen. Interessant, interessant. Beet. Wollen noch ein Beet bauen. I like big beets and I cannot lie. Okay, das ist irgendwie auch... Zack. So. Dann bauen wir das diesmal auch gleich auf. Dass das hier wieder als eine Art Schandfleck angesehen wird, das wollen wir ja nun auch nicht. Perfekt. Sehr gut. Ein bisschen Honig zwischendurch futtern. Honig ist auch immer wichtig. Ja, jetzt haben wir noch einen Haufen Kohlsamen. Oder was? Fertigen? 21 von 24. Ist ein Kohlsamen zu wenig? Ich hatte doch schon gesagt, dass die Kohl herstellen sollen. Ich blicke hier gerade nicht so durch. Aber gut, wir wollen auch einmal mit dem Marquis quatschen. Nicht jetzt. Ja, nicht so unfreundlich. So, du stell dich hin da ans Feuer und bleib stehen. Jedoch. Jetzt, da wir wieder freie Plätze haben, können unsere Feinde dem Feuertod der Inquisition entkommen? Unsere Freunde müsste da stehen, oder? Oh Mann. Ich habe dreien von ihnen Briefe geschrieben. Hoffentlich werden sie diese Gelegenheit nutzen. Wenigstens ist dieses Lager freundlicher als eine Gefängniszelle. Es hat zwar nicht den Luxus, den sie gewohnt sind, aber die frische Luft und das saubere Brunnenwasser sind auch nicht so übel. So, neue Aufgabe. Lange eine Lagergröße von 7 Leuten. Biete an, einen automatischen Brunnen zu bauen. Ich habe eine tolle Idee. Was würdest du für einen automatischen Brunnen halten? Das wäre bestimmt sehr nützlich. Aber kannst du so etwas überhaupt bauen? Klar doch. Okay. Was müssen wir dafür tun, für einen automatischen Brunnen? Oder können wir es einfach so... Nee, Brunnen 2. Okay, brauchen wir wieder 6. Das kriegen wir aber eigentlich auch hin. Gar kein Problem. Wir könnten sogar schon wieder ein weiteres Beet bauen. Naja, gut. Schmeiße ich mal den Torf hier raus. Das Rationswerkzeug brauchen wir hier jetzt nicht. Und dann vielleicht einfach einmal in die Stadt zum redenden Schädel. Hier nochmal Geld wieder abholen. Und dann könnte man doch auch gleich einmal diese nördliche Feste sich ein bisschen genauer angucken, von Schlange uns gerade erzählt hat. Was da so abgeht. Das machen. Diesen Kukol oder wie auch immer der ausgesprochen wird, finden. Das war doch hier. Da.
Da. Ich glaube, da geht's doch zur nördlichen Feste. Reden. Was Kukol betrifft, ich muss Kukol reden. Ich kann dich nicht reinlassen, aber du hast ihn außerhalb der Fest. Aber du kannst ihn außerhalb der Festung treffen. Jede Nacht geht er in den Wald im Westen, nicht weit von hier. Niemand braucht mehr die Burgfeste, aber irgendwie müssen wir über die Runden kommen. Okay, also nachts treibt der Kukol sich denn hier irgendwo rum. Alles klar. Dann müssen wir ihn dann hier mal suchen. Wahrscheinlich. Na gut, sei es drum. Dann werden wir des Nachts denn wohl mal hier hingehen. Gibt's hier eigentlich noch was Neues? Handeln? Nö, kann man nur Steine und so einen Scheiß kaufen. Stahlmeißel. Aber den können wir jetzt nicht kaufen. Warum nicht? Naja, gut. Sei es drum. Wir haben es ja auch so hingekriegt. Oh, wenn wir jetzt hier schon mal beim Imker langrennen, können wir eigentlich auch nochmal wieder Bienenwachs kaufen. Alles, was geht. Das macht es uns nur wieder leichter. In Zukunft. Ach ja, und hier können wir auch gleich noch die Bestattungsurkunden wieder abgeben. Wenn wir schon mal hier sind. Ich rieche Zwiebeln. Mein Lieblingsgemüse. Zwiebeln helfen mir bei meinen Geschäften. Wie meinst du das? Ich serviere Zwiebeln und Zwiebeltoast. So kann man noch mehr Bier verkaufen. Ich glaube, die gehören einfach zusammen. Wenn du Zwiebeln magst, kann ich dir beibringen, ein paar feine Zwiebelgerichte zu kochen. Aber denk dran, immer schön zusammen mit Bier. Oh, Zwiebelringe, Toast mit Zwiebeln. Perfekt. Handeln. Genau, die drei würde ich gern verhökern. So. Ist hier eigentlich noch was Neues bei Wagner? Nö, fragt nach einer Geschichte für silbernen Wein. Ach, hier könnte man zu Dumpingpreisen dann über silbernen Wein. Aha, na gut, ja, aber ich bräuchte eher goldene Geschichten. Gut. Haben wir das auch? Dann erstmal nach Hause. So. Und hier den Torf wieder auspacken. Die Maden können hier raus. Ist hier noch Platz gewesen? Nee, da war alles voll. Dann hier mal alles an Saat noch raus, was wir hier noch so rumschleppen. Und die brauchen noch einmal Kohlsamen. Irgendwie haben die da im Flüchtlingslager zu wenig Kohlsamen. Meiner Meinung nach. Deswegen, wenn wir da noch mal welche vorbeibringen. Aber die Äpfel sind ja auch schon wieder rein. Oh, nicht fällen, um Gottes Willen. Du sollst die Äpfel runterholen. Meine Fresse. Puh. Schreckt was nach. Will ich einfach die Äpfelbäume umhauen? Sag mal, hackt's oder was? So. Zack. Und dann im Keller. Schon wieder Schnaps fertig. Schnaps, das war sein letztes Wort. Zack. Können wir hier auch gleich wieder Apfelsaft machen. Ohne Ende. Abfahrt. So, dann wollen wir den hier gleich reinschmeißen. So, und jetzt ist der Cooldown auch durch. Ja, dann jetzt noch einmal ins Flüchtlingslager und hier dann nochmal mit der Saat zusammen ein wenig Kohl anbauen. Zack, habe ich jetzt noch welchen auf der Tasche? Nö. Sehr gut, jetzt wird wieder Kohl gefertigt. Fein. Das läuft ja wie ein Länderspiel. Ja, Leute, wie ihr seht, haben wir ein bisschen was geschafft. Hier jetzt so im Flüchtlingslager. Ist ja auch mal wichtig, dass wir hier auch mal vorwärts kommen. Und ja, wenn ihr es nicht verpassen wollt, wie es in der nächsten Episode weitergeht, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin bleibt mir jetzt erstmal nichts anderes übrig, als euch noch einen granatenstarken Tag zu wünschen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.